runterzählen und dann. Ja gut, dann ist jetzt schon an, alles klar. So, gucken wir doch mal. Herzlich willkommen erstmal zurück, meine lieben Freunde. Ja, willkommen hier auf jetzt der rennstreckigsten Rennstrecke der rechnerischen Strecke, wie auch immer. Ja, in Brasilien. In Brasilien, 18 Runden, einmal Boxenstopp, nach 9 Runden, da guck einer an. Okay. Nee, ich dachte, bei den Dingern müsste man nicht Stopp machen. Nee, das waren die blauen. Blau, ja. Genau. Die halten etwas länger. So, 18 Runden. Doch, bei der Strecke hätte ich mir das anders erhofft, aber na, machen wir wollen so. Wir mal gucken, dass der Regen uns heult ist. Na, ich hasse Starts. Besonders nasse Starts. Und den Ass. Und das auch so Bottas und Hamilton hinter dir. Alter, er kommt ja überhaupt nicht aus dem Knick beim Regen. Ah, shit. Was war das denn? Ja, das habe ich mir gerade auch gebaut. Oh Mann. Der Hamilton, der hat sich den dritten Platz geholt, die Sau. Naja, der ist ganz schön am Druck machen da hinten. Alter, im Regen ist das ja nochmal ganz was anderes. Ja gut, wir haben ja schon zwei Regenrennen hinter uns. Ne? Das ja, ist aber ja nicht auf so. Brasilien. Oh, nicht quer. Ich krieg Angst hier hinten mit den zwei. Zwei? Du hast eine ganze Armee hinter dir. Ja. Die Armee der Finsternis. Alter, der will nur noch drehen. Da wären, glaube ich, die blauen Reifen besser gewesen, ne? Nee, noch nicht. Man muss einfach nur ein bisschen langsamer fahren. Und mit Gefühl. Ja, dann mal runter vom Gas. Ja, wissen wir besser. Ich wollte mich gerade schon wieder querstellen, die Ratte. Ach so. Ach, scheiße. Und die Ecke, das ist nicht so mir. Das habe ich jetzt aber jetzt mittlerweile schon festgestellt. Und der Camillo hat wieder vergessen, das Benzin runterzustellen. Egal. Hier muss man schon bremsen. Ah, das ist doch zum. Alter Verwalter, ist das holprig. Ich schwöre dir, da, wenn du dir unten auf der langgezogenen Kurve da Gas gibst, dann merkst du richtig, wie die Karre zieht hinten rum, ey. Mm. Auf jeden Fall. Das ist nicht gesund, ist das. Oh, wow, oh, wow. Oh. Nee, gesund ist das echt nicht. Oh, Brems. Komm schon rum. Da drin wird eine Plackerei. Das werden lange 18 Runden. Oh ja. Aber wir haben ja gleich schon drei hinter uns. Ja, dann müssen wir noch Abu Dhabi machen und dann haben wir das. Ja, das ist die erste Saison vorbei. Genau. Dann haben wir. Come on. Und da freue ich mich schon, mit der neuen Saison anzufangen. Vor allen Dingen endlich damit was bequem zum Sitzen und mit anderen Überraschungen, aber die verraten wir jetzt noch nicht. Da gibt es für euch nämlich noch ein bisschen mehr zu sehen. Kann man sagen. kann man so sagen. Ja. Jetzt hab ich nicht. Wen habe ich gerade zitiert? Wie heißt der hier bei Star Wars da? Jar Jar Binks, genau. Das so sagen, kann man so sagen. Ich se mich se Jar Jar. Mega heftig, Schinderl. Nun, dann müssen wir euch leider enttäuschen. Es wird keine Fahrt mit dem roten Pferdchen dann mehr geben. Nein. Wir werden die Teams wechseln. Leider. Oh. Gut, dass ich jetzt runtergegangen vom Gas. Was hätte ich mir jetzt gedreht? Da unten schön die Kurve wollte drauf. Merkte, jetzt geht's aufs Gas drauf zu. Und wenn du jetzt nicht vom Gas runter gehst, dann zieht es dich rum, dann war's das. Naja, das ist dann immer Kacke. Ja, aber langsam jetzt nach so ein paar Runden weiß man, wie man es machen muss, wohl. Ich fahre mir was zusammen, hier, es ist ja schlimm, ey. Ich fahre immer wieder was Neues.
Das ist doch egal, du bist gut Zweiter und du hast nach hinten noch auch Platz. Das ist doch das, was zählt. Endlich mal wieder aufs Podest fahren, das wäre doch super. Okay, dann fahren wir das Rennen im Regen zu Ende, wenn das anhält. Ja. Oh, jetzt kriege ich eine Meldung. Ich unten auch. Rechts, ja. Das heißt, bei Dead by Daylight haben sie jetzt den neuen Stuff drinne. Amanda so. Mit dem Schweinekostüm. Ja. Ich habe mir schon da so ein Video angeguckt von einem aus Neuseeland, meine ich, wäre der gewesen, was der Killer so alles kann. Ist wieder so ein OP-Killer. Oh Mann. Der kann sich ducken und schleichen, dass du ihn kaum siehst. Wie Michael Myers. So ein Teil davon. Ja, aber ducken halt, dass der halt hinter Steinen sich verstecken kann und so. Das kann Michael ja nicht. Nee, das können alle nicht. Das ist der Erste, der es kann. Und der kann Fallen auslegen. Also beziehungsweise, wenn der sich an dich ranschleicht, kann der dir so eine, diese Gebissfalle umhängen. Ja, auch wenn er am Boden liegt, kann er das machen. Okay, das wusste ich nicht. Aber das ist auch krass. Ja, und du musst erst irgendeine entschärfen, glaube ich. Mhm. Bevor du kannst natürlich was anderes machen, aber ich weiß nicht, wie lange die Falle dann bleibt. Oder ob du nach einem Fähigkeitscheck auf einem Generator die Falle auslöst. Du bist dann kaputt, keine Ahnung. Ja, ich weiß es nicht. Das ist, das habe ich noch keine Ahnung von. Irgendwas mit Fähigkeitschecks hatte der Kerl auf jeden Fall gesagt. Ich weiß noch nicht, in welche Richtung mehr genau. Und einen neuen Überlebenden gibt es ja auch noch von daher. Ja, und eine neue Map. Oh Scheiße, hier bin ich zu weit rausgekommen. Kostet wieder alles zusätzlich Geld. Ach, komm schon rum, hör auf doch mal. Hey! Hey, oh, Captain Jack, ich wollte einfach mal. Hallo, ich bin noch da. Mhm. Konzentrier dich und fahr da drin. Ja, deswegen. Ich bleib bei den Intermediates. Alles klar, Jeff. Jo. Nö, ich will keine Strategie ändern. Die Kurve habe ich aber gerade gut gedriftet, Alter. No. Hauptsache nichts passiert, der Rest ist wurscht. Da. Oh, komm rum. Alles klar, Jeff. Machen wir das so. Wow, gut. Was wollte Jeff von dir? Er sagte, jo, fahr weiter so, alles gut. In zwei Runden kommst du rein, kriegst du nochmal Intermediates. Ich sage, jo. Also Runde 9 müsste das dann sein, jawohl. Thank you.
Huch, wer fährt denn hier so langsam rum? Grosjean, alles klar. Jo. Grosjean. Ist doch Französisch, glaube ich, oder? Jawohl. Eine Runde noch und dann geht's an die Box. Das Boxenstoppfenster hat sich geöffnet. Okay, die Lücke zu deinem Hintermann beträgt 12,1 Sekunden. Hier bei dem Rennen werden mehr die Hinterräder beansprucht, sehe ich gerade. Okay. Na klar, sind ja auch die Antriebsräder, wohl. Ja. Bei Regen passiert das dann. Oh, Bestzeit im zweiten Sektor bringt mir noch nicht viel. Boxenstopp. Kommt aber spät bei dir. Ja, hat er aber automatisch schon drin gehabt. Sehr schön. Was bitte machst du da für Geräusche? Denn? Boah, was war das denn? Da hat es auf einmal gestockt und dann gab es hier irgendwie so ein... Alter, was war das denn? Holy moly. Erschreckt mich nie wieder so. Ja, überleg mich mal, wie ich erschreckt wurde gerade hier. Ja, ich passe ja auf die Linie auf. Komme ich zwar als Dritter raus, aber besser so. Holy moly. Ja, habe ich natürlich wieder Zeit durch verloren, aber das ist nicht so tragisch. Ihr müsst ja auch noch alle rein. Wir sehen geringfügige Schäden. Ja! Oh, Jeff, Alter, halt doch einfach mal deinen Scheißschnabel. Nicht, dass es sich verschlimmert. Blöder Willi, ey. Ich komm doch jetzt sowieso rein. Alles klar. Wolltest du doch noch nicht rein? Eine Runde vielleicht. Noch 15 Minuten, bis der Starkregen in leichten Regen umschlägt. Oh ja, wenn du meinst. Okay, geh sanfter mit dem Wagen um. So viel
Ich meine, ich habe gerade so den Soundbug habe ich jetzt, weil das Spiel so leise ist. Da musst du noch mal die Boxengasse anfunken, dann ist das wieder weg. Das hatte ich auch schon mal. Fahrer hinter mir. Ah, cool. Gern geschehen. Danke. Unser Abstand zum Teamkollegen beträgt 12,2 Sekunden. Das nenne ich mal ein Gewurschtel in dem Regen. Ja. Ach, du kannst mich doch mal. Okay. 5 Sekunden, Boxenstopp, Stop and Go, Scheiße hier, ey. Ja, reicht aber trotzdem noch für Platz 2. Ach, mein Mann. Zumindest. Sei gut zu diesen Reifen, wir komm doch rum, ey! Jetzt ist der Spoiler schon wieder kaputt! Ey, die sind Idioten. Ja. Warum fährst du denn auch so schnell? Der Frontflügel ist schwer beschädigt. Halt die Klappe, Mensch. Ja, boah. Genug Vorsprung hast du ja. Ja, ach Scheiße, ich muss gleich schon wieder rein. Ich hoffe, ich komme überhaupt noch. Okay, Box. Jeff, sei leise. Mann, blöder Lauch, ey. Schrei nicht immer so. Entschuldigung, ich hab vergessen, dass da noch einer mithört. Yeah. Ah, komm rum, Mann. 3 Sekunden Zeitstrafe. Nee. Du hast für den Vorfall vorhin eine Zeitstrafe erhalten. Ach nee. Schön, dass du mir das nochmal unter die Nase reibst. Deine Rundenzeiten fallen zurück. Komm zur Reparatur an die Box. Ja, ich komme in die Box. Ja, Box, Mann. Leck mir am Arsch. Der und seine schwule Box, ey. Der brüllt mich, der muss mich auch immer so anbrüllen, der blöde Käse-Yogi. Oh, mal runter hier. Brems ab, Mann! Och, 80 km/h in der Boxengasse, das ist immer echt langsam, ey. Wenn du es haben wollen, bitte. Ja, okay. Ach, schade. Macht mal hin, Mann! Losfahren! 13 Sekunden Boxengasse, Alter. Hier, ihr seid doch alle krank, ey. Ja, ach! Und, roter Spoiler, jawoll! Das Spiel läuft ja richtig geil! Was machst du denn?
Der Freund frage ich, gell? Wie viel Schallspoiler hast du denn noch? Nee. Achter. Ja, dabei bleibt es ja wahrscheinlich nicht. Nee. Das lief so gut, ey. Und dann über Boxen aus, Vater, hau ich mir den Spoiler kaputt. Ich hasse diese Scheiße langsam. Ja, warum fährst du da auch so schnell? Fahr doch langsamer da lang. Da ich ja noch nicht immer Y drücke, ist das Ding ja automatisch immer noch, ne? Aber wahrscheinlich liegt es an dem verkackten Regen, dass ich da nicht richtig rumkomme. Oder ich ziehe jetzt einfach durch ohne den verkackten Spoiler. Guck, ob ich das gehalten kriege, die vier Runden. Ja, musst du mal gucken. Mit Rot, das ist natürlich jetzt eine harte Wurst. Aber ich stehe auf Rot. Etwa fünf Runden kommen wir mit dem Benzin noch raus. Ja, der mit seiner Wetterprognose, da stimmt ja vorne und hinten nicht. Waren die alle schon in der Box, ja? Ja, sicher. Ist ja schon Runde 16. Ach ja. Deswegen seh zu, dass du das irgendwie da. In etwa 10 Minuten sollte das Wetter auf leichten Regen umschlagen. Oh, komm rum, Alter! Oh! Überrundung beim Regen, ey. Nee. Oh, kommst du an die noch mal ran? Wie es ausschaut? Da sind ja vielleicht doch noch ein paar Plätze drin. Oh, da hat sich einer geladert. Ach, come on, Stroll. Ja. Oh, gelbe Flagge. War bestimmt der Virus. Ich hab den auch umgedreht. Ah, dann ist ja egal. Ihr Verstappen umgedreht und dann habe ich auch Ocon gezimmert. Oh. Also, am Verstappen vorbei und dann Ocon gedreht. Ich wollte dich eigentlich nicht, Ocon, das tut mir leid. Falls du mich hören solltest jemals, es tut mir leid. Ja, das ist echt noch Glück. Hier fallen auch noch viele aus. Vielleicht sind die ja sogar vor dir gewesen. Guck mal, ob ich den Verstappen noch krieg. Weil den anderen, Ricciardo, sein Kumpel, habe ich schon hinter mir gelassen gerade. Hm.
Letzte Runde. Oh. Ach Mensch, dieses blöde Moped kommt einfach nicht rum. Ja gut, mit roten Spoiler, ich hab ja. Da ist das noch Glück, dass er da. Oh, der hinter dir will's jetzt wissen. So, ab auf Start und Ziel und dann hat sich die Sache. Oh nein, oh nein, oh nein! Oh, was ist denn das für eine Scheiße gewesen wieder? Verkackter Dreher da, aber mir egal, das lasse ich mir jetzt nicht. Boah, gerade noch so ein Ziel gerettet, Alter. Wow, du verdammter Bastard, du beschissener Wichser, ey! Nee. Da dreht mich dieses blöde Schwein auch noch raus. Oh, dass du da auch drunter gelitten hast, mein Freund. Da kann ich mir nämlich meinen beschissenen meinen Platz wieder zurückholen. Kleiner Lauch, ey. Dreht er mir den Arsch weg. Ich glaub, mir brennt die Luft, ey. Ja, sowieso da rumschleißt. Ja, ich kann hier mit Rundspoiler nichts anderes machen. Vom wenigstens bin ich nicht reingefahren und bin letzter. Sondern bin draußen geblieben mit roten Spoiler und hab nämlich dann noch auf den fünften Platz gekippt. Also drei Plätze wenigstens mindestens. Also nicht schlecht, nicht schlecht. Aber dann ist kein Wunder, dass die versuchen, an dir vorbeizukommen. Ja, da kommt der Verstappen. Und da müsste er, da kommt der Virus auch noch. Ja, haben wir das auch. Boah, ey, nochmal Schrecksekunde in der letzten Dings, ey. Boah, Sechster. Ach ja, ich hatte ja noch diese drei Sekunden. Na, schade. Egal, egal. Ich hab ja dann Sechster. Jetzt ist Dings noch den Spoiler. Gut, dass mir da der Reifen nicht weggeknallt ist. Das wohlbekannte Rot auf dem Weg zur obersten Stufe. Ein fantastisches Ja, das gucke ich mir jetzt nicht an. Ja, guck. Oh, plus zweite Mal. 8 Sekunden. Ach, dann geh doch nach Hause. Egal, hab mir doch gut gehalten, Mensch. Ein paar Punkte abgestaubt. Die üblichen Verdächtigen hier, die zwei Pfeifen hier mit bei. Alter, aber mit der schnellsten Rennrunde. Scheiße. Mann. Ja, also. Gut. Dann haben wir das auch jetzt. Ja, Camillo, wenn du soweit bist, dann können wir die Absage machen. Ja. Erstmal Siegerehrung, ne? Boah. So, gucken wir doch mal. Mercedes und Red Bull. Danach der. Danach der Virus. Der Ocon ist noch Siebter geworden, ne? Und ganz unten irgendwer rausgekommen. Oh, der Perez, das ist natürlich schade. Aber ansonsten nichts Weltbewegendes dabei. Ja, meine lieben Freunde, ich würde sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Rennen. Haut's rein, macht's gut, tschö. Ciao.